Hallo, hier ist wieder dein Podcast. Lass dich nicht abzocken. Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Heute mit einem ganz besonderen Interviewgast, nämlich der Angelika Eggert. Angelika ist Expertin für den Bereich Übergabe von familiengeführten Unternehmen. Hallo Angelika, schön, dass du die Zeit nimmst. Hallo Holger, schön, dass du hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Angelika, Familienunternehmen, ich habe irgendwo mal gelesen, das Institut für Mittelstandsforschung aus Bonn hat geschätzt, dass für den Zeitraum 2018 bis 2022 etwa 150.000 Unternehmen zur Übergabe bereitstehen. Also musst du ja eigentlich genug zu tun haben. Das läuft mich förmlich um. Ja, es sind wirklich sehr, sehr viele. Nur die Tatsache ist leider die, dass die meisten glauben, das machen sie mal eben so nebenbei. Ja. Weil man ja glaubt in einer Familie oft, dass wir das bisher immer hinbekommen haben, dann werden wir auch das hinbekommen. Mhm. Das ist mal deine Zielgruppe, sind also Unternehmer, die ein eigenes Unternehmen aufgebaut haben, vielleicht schon die zweite oder dritte Generation. Und irgendwie kommt das Thema mal, ach, eigentlich müsste ich meine Firma abgeben. Wie kriegst du dann Kontakt zu denen? Ja, in den meisten Fällen sind es die hochfrustrierten Kinder, in Anführungsstrichen, die Nachfolgegeneration, die sich verschwendet. Ja. Das können sein junge Menschen mit 28 Jahren, aber mein ältester, jüngster Nachwuchs, Following Generation, war 52. 52, ja. Passt ja dazu, du hattest irgendwo mal im anderen Interview das Beispiel von dem Fielmann, der ist mit 79, das ist ja der Brillenkönig Fielmann, kennt bestimmt der ein oder andere, sein Unternehmen abgegeben hat an seine Kinder mit 79. Ja, er wollte das eigentlich erst mit dem 80. machen, aber er hat sich dann doch durchgerungen. Weil sonst wahrscheinlich der Nachwuchs abhanden gekommen wäre. Ja. Also du hast aber gesagt, dein Erstkontakt kommt eigentlich zu den potenziellen Übernehmern zustande. Kommt oftmals, ja. Oder es kommen einfach junge Menschen zu mir oder jüngere Menschen, die sagen, ich habe das Gefühl, ich werde hier in eine Rolle reingezwungen, in die ich nicht gehöre oder in der ich mich selber gar nicht sehe. Muss man sagen, in der heutigen Zeit haben wir unglaublich viele Möglichkeiten an Ausbildung. Und gerade die etwas wohlhabenden Jungunternehmer bzw. deren Eltern und die Unternehmer schicken ihre Kinder natürlich auf die besten Schulen und versuchen alles zu tun, was möglich ist. Mhm. Heute Morgen gerade erlebt, die Kinder waren beide in Maastricht zum Beispiel. Ja. So. Und wenn man bedenkt, es sind wirklich 19.400 Studienmöglichkeiten, die ein Kind heutzutage hat oder ein junger Erwachsener, um alleine zu studieren, unabhängig jetzt von dualen Studien, weiteren Ausbildungen etc. Mhm. Und ja, und dann ist es oftmals so, dass man davon ausgeht, gerade wenn es mal eine dritte oder vierte Generation ist, dass das immer so weitergeht. Ja. Ist das Studium denn von den Eltern so vorgegeben, lieber Sohn, liebe Tochter, studiert doch die Sache, denn das ergänzt im Prinzip unseren Unternehmensbereich? Oder haben die Kinder doch eher freie Hand, ich mache jetzt einfach das, was mir Spaß macht? Was ist so deine Erfahrung? Ja, hochinteressant ist, man tut erstmal so, als ob. Ja. Sprich, du hast die freie Wahl, mein Kind. Ja. Und ja, man wird oftmals in eine ganz andere Richtung studiert. Weiß ich, BWL oder irgendein anderes Fach. BWL wäre ja noch ganz gut zur Unternehmensführung. Aber auch ganz, ganz andere Studiengänge. Weiß ich, irgendwas im kreativen Bereich oder wie auch immer, oder im komplett sozialen Bereich. Und dann aber, wenn die Jahre ins Land gegangen sind und man sich dafür entscheiden muss, wer führt denn wirklich mein Lebenswerk weiter, doch wieder ans Kind heranzutreten oder es so hinzuzwirbeln, dass die Kinder ja dann oftmals noch gefragt werden. Ein Beispiel kann ich nennen, ist ein junger Mann zum Beispiel im Versicherungsbereich gegangen, bewegte sich in den Gerling-Konzern, der Name ist bekannt, in die obersten Etagen. Und drei Tage bevor der Vater wirklich verkauft hat, rief er seinen Sohn an und sagte, lieber Sohn, nun, dass du es weißt, Notartermin, ja, in drei Tagen, ich wollte es nur noch mal gesagt haben.
Aber ohne, dass das ein Kaufangebot für den Sohn war, sondern er hat sich einen fremden Dritten. Einen fremden Dritten, einen völlig unabhängigen. Okay. Ja. Und der Sohn war ja in einer ganz anderen Karriere unterwegs und sehr erfolgreich. Und das soll ich sagen, also dieser junge Mann hat sich in den letzten Sekunden umentschieden und hat einen Deal mit dem damaligen Inhaber, beziehungsweise nicht Inhaber, sondern eben der Firma gefunden, und die haben gesagt, wenn es nicht klappt, kannst du wiederkommen. Mhm. Und es ist eine Baugesellschaft, die machen also Straßenbau. Mhm. Und es war dann so, dass der junge Mann das tatsächlich mit einem kaufmännischen zusätzlichen Geschäftsführer weitergeführt hat, und der Vater ist nach einem Jahr lang bereits schon verstorben. Mhm. Ja, also sprich, der hat es in letzter Sekunde dann wirklich doch noch gemacht. Ja. Ja, ist es, weil die Situation so war, dass praktisch die Pistole auf die Brust gesetzt worden ist, jetzt verkaufe ich, hat der Vater vorher seinem Sohn gesagt, ich möchte, du sollst gerne das Unternehmenserbe antreten, oder ist das nie andiskutiert worden von dem Patriarchen? Das spielt überhaupt gar keine Rolle mehr, weil der Sohn hat sich anders entschieden. Sprich, also Thema war längst erledigt. Ja. Und nach dem Motto in der letzten Sekunde, ach du, wir können ja doch noch mal kurz. Ja, okay. Aber das ist doch jetzt eher die Ausnahme. Die Regel ist doch, so wie ich bisher aus Gesprächen, die ich kennengelernt habe, verstanden habe, dass der Abgeber eigentlich sagt, ach, ich bin unsterbbar, unkaputtbar nach dem Motto, ich will noch gar nicht loslassen und abgeben. Und dass die Kinder sich langsam Gedanken darüber machen, so ein bisschen mit den Hufen scharren, ich muss doch langsam mal in dieses Unternehmen rein. Ich bin ja selbst vielleicht nicht mehr der oder die Jüngste. Ja, der beste Weg ist natürlich, wenn die Kinder ihre Erfahrungen nach ihrem Studium in einem anderen Unternehmen finden, machen, da gestärkt mit einem erfolgten Projekt, was sie dort gehabt haben, dann ins Unternehmen kommen und dann dort auf einmal mit einem eigenen Projekt starten, wo sie auch eine Verantwortung vertragen. So, und dann in die Nachfolge zu gehen, ist wesentlich besser, als wenn das über Nacht passiert, weil das ein Unfall ist, jemand fährt gegen einen Brückenpfeiler oder solche Sachen gibt es ja. Und dann hat man von heute auf morgen niemand, der das Unternehmen weiterführt. Ja, also schon mal zwei gute Hinweise, die du gegeben hast, für den, der Firmennachfolger werden möchte, einen anderen Stallgeruch versuchen zu bekommen, das heißt im anderen Unternehmen auch etwas zu lernen, dieses dann mit rüberzunehmen, ins eigene zu nehmen und zweitens ein eigenes Projekt zu leiten. Unbedingt. Das heißt, sich da schon die Spuren verdienen zu können. Ja, unbedingt. Und nicht, das ist jetzt der kleine Liebe oder die kleine Liebe vom Chef, sondern das ist ein unabhängiger Kollege, der einen bestimmten Aufgabenbereich hat, den er auch zu vertreten hat. Mhm. Ja, also voll verantwortlich dafür ist. Er kommt nicht als Frischling, sondern jemand, der genauso als Kollege praktisch dazu kommt. Das heißt, der Sohnbonus, Tochterbonus ist hier nicht vorhanden. Der ist da nicht vorhanden. Das muss dem Fremdvergleich standhalten. Genau. Aber das ist eine wunderbare Vorbereitung, so ist jedenfalls meine Erfahrung, dann auch später für die andere Belegschaft, die ja dann Kollegen sind, die dann Kollegen werden, beziehungsweise es gibt ja dann später auch einen Kulturwandel, da kommen wir sicherlich noch zu. Und das ist ein ganz anderer Start, als wenn ich mehr oder weniger wirklich Vaters Chefsessel nutze, beziehungsweise seinen Schreibtisch oder wie auch immer, das Chefzimmer. Was ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich aus Abgebersicht Gedanken darüber zu machen, seine Nachfolge zu bestellen? Ja, es kommt immer darauf an, wie jemand unterwegs ist und wie viele Interessen jemand hat. Also es gibt ja Menschen, die haben immer schon, nebenbei, wenn auch wenig, ein Hobby geführt oder auch zwei, drei, sind vielleicht gerne gereist oder hatten irgendwie ein kreatives Hobby oder gar irgendwelche sozialen Projekte laufen, die sie sehr interessiert haben. Das gibt es, aber da war leider nie genügend Zeit zu. Das heißt also, ab einem bestimmten Alter, wo man sich noch wirklich gut bewegen kann, wäre es schön, man könnte dies ausführen. Ich kann ein Beispiel nennen aus der eigenen Familie. Ich habe einen Schwager, den ich sehr schätze und wertschätze. Der ist früher aus dem Lehrerstand rausgegangen, nämlich mit 62 Jahren, und hat am Mount Kenya ein Projekt zu Solarkochern gestartet. Und das habe ich selber auch mit unterstützt. Und dieses Projekt ist fantastisch geworden. Es ging darum, die lebten da alle in Hütten, und es ging darum, dass die nicht das letzte bisschen, was sie überhaupt noch an Pflanzen dort hatten, nicht auch noch verbrennen mussten, um sich Feuer zu machen, damit sie sich was zu essen kochen können. Mhm.
Und der hat so Kisten gebaut, hätte ich bei einer ganzen Solarkocherkisten, womit man kochen kann, alleine über die Sonnenenergie. Und inzwischen ist da eine Schule gebaut worden, da kommen fertig ausgebildete Menschen raus, die also auch ins Berufsleben gehen können. Es gibt sogar in Kenia ein Werk, ich weiß nicht genau, was die jetzt da machen, also unabhängig davon, wo die auch zum Teil angestellt werden können. Das heißt also, sie haben die Selbstständigkeit, denn diese Möglichkeit haben sie und sie haben auch gleichzeitig die Möglichkeit, ja auch woangestellt zu arbeiten. In einem Land, wo man eben wirklich noch nach Arbeit suchen muss und wo es wirklich sehr schwierig ist. Also an der Stelle. Was du beschreibst, ist ein Beispiel, dass man in dem neuen Lebensabschnitt, nämlich nach dem in Rente gehen, nach dem Firmenverkauf, das Neues machen soll, da fällt der ein oder andere auch schon mal ins Loch. Denn viele Unternehmer, die ich auch kennengelernt habe, die essen ihr Unternehmen, die trinken ihr Unternehmen, die schlafen ihr Unternehmen, die sind das Unternehmen, um das mal so zu formulieren. Ja. Die gehen vom Hof, hätte ich beinahe gesagt, mit dem 24, 48 Stunden Herzüberwachungsgerät und sagen, Himmels Gottes Willen, ab sofort passiert ja nichts mehr. Ja. Und ein Unternehmer hat ein Unternehmer gehen, der muss einfach was tun. Ja. Und wenn man dann in der Lage ist, in einem begleiteten Prozess eben diese Dinge für sich auch nochmal herauszuarbeiten und zu sagen, ja, das wollte ich immer schon machen. Ich wollte unbedingt das tun und das macht mich einfach glücklich, gibt meinem Leben noch einen zusätzlichen Sinn außerhalb der Firma. Ich hatte das ganz vergessen, dass mir das so wichtig ist. Wenn man das dann findet, fällt es demjenigen auch viel, viel leichter loszulassen. Ja. Weil ich kann eine Sache viel leichter loslassen, wenn mich was Neues zieht. Ja, ansonsten kommt ja die Angst auch hinzu, was mache ich denn da? Genau. Denn als Unternehmer habe ich einen sozialen Status, Sekretärin, Firmenwagen, vielleicht sogar ein Chauffeur und werde auf interessante Veranstaltungen eingeladen. Ich werde hofiert, weil viele Geschäftskunden natürlich mit mir noch weiter ein Geschäft machen wollen. Ich bin mittendrin im Leben. Und das loszulassen ist natürlich eine Herausforderung. Das ist eine wirkliche Herausforderung und es hat natürlich auch immer was mit dem Gesundheitszustand zu tun und um auf deine Frage zurückzukommen, dass es auch sehr unterschiedlich sein kann, wann gibt denn jemand ab? Es gibt auch welche, die geben schon mit 55 ab. Mhm. Oder ich habe ein Unternehmen gerade in meinem Mandantenstamm, da ist der Unternehmer 75. Das ist eine Kerze, die brennt an sieben Enden. Sowas hat es noch nicht gegeben. Da klettert er noch auf eine Palme und aufs Kamel. Ja. Aber wirklich, ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet in Dubai und ich verstehe es nicht. Es ist unfassbar. Sowas gibt es. Das gibt es, ja klar. Und der hat so viele Ideen, das ist unfassbar. Ja. Ja, und der lebt es eben auch aus, aber du musst es körperlich auch können. Ja, so, und deswegen kann man das nicht so unbedingt sagen, was man auch, dann ist der richtige Zeitpunkt. Natürlich hoffen die meisten, dass sie ein erfolgreiches Unternehmen auch übergeben. Ja. Wenn ich allerdings in dem Status bin, dass ich noch ein Faxgerät mit einer Rolle habe, keine Webseite und ansonsten eben im Hinterhof immer noch vor mich hin werke und hoffe, dass das so weitergeht, ist das vielleicht nicht der ideale Ausgangspunkt, um ein Unternehmen zu übergeben oder gar zu verkaufen. Ja, ist klar, was du ansprichst, die Abgabe des Unternehmens, egal ob an die Familie oder an den fremden Dritten, muss natürlich so lukrativ sein, dass derjenige, der das Unternehmen übernimmt, davon noch leben kann. Aber bevor wir da ein bisschen uns näher einbauen, lass uns mal zurückkommen. Du hast gesagt, also die Kinder des Unternehmers kommen auf dich zu und du hast dann die Aufgabenstellung, mit dem Patriarchen, mit dem Unternehmer mal drüber zu reden. Kann er sich das vorstellen? Wie könnte das ablaufen, das Unternehmen abzugeben? Auch stößt das, du da immer auf offene Türen? Ja, also fangen wir anders kurz an. Also ich kläre vor allen Dingen, das ist mir das Allerwichtigste, die böse Frage, will ich Papas Firma wirklich? Ja. Also erstmal mit dem Nachfolger klärst du, willst du überhaupt? Willst du überhaupt? Ja. Weil das ist das A und O. Mhm. Weil bei mir auf meiner Fahne steht immer die beste Lösung für alle Beteiligten. Und nach Möglichkeit natürlich innerhalb der Familie. Mhm. Ja. So, und das ist ganz wichtig. Also diese zwei Sätze sind wirklich die Aussage. Ich muss aber für mich klären, bin ich, wenn ich diese Firma weiterführe, ist das wirklich das, was mein Herz jeden Tag zum Pochen bringt, dass ich morgens aus dem Bett springe, auch wenn es nachts um drei ist oder um halb vier. Das muss klar sein, gerade in der heutigen Zeit. Unbedingt.
Weil sonst habe ich nämlich die hochfrustrierten 52-Jährigen vor mir stehen und die sagen, Vater lässt mich los und eigentlich wollte ich den Laden sowieso nie. Ja? So, das also als Ausgangsfrage. Aber was mache ich konkret, um das zu beantworten noch? Ich sorge dafür, dass man gemeinsam an einen Tisch kommt. Ich lasse jeden seine Situation beschreiben. Und vor allen Dingen seine Wünsche, sofern sie ihm überhaupt selber bekannt sind. Das ist schon das große Fragezeichen. Ich habe heute Morgen schon wieder ein paar Wünsche beschrieben bekommen, von denen ich weiß, da sind welche völlig falsch. Ja? Wenn ich einen Wunsch habe und jemand sagt, das mache ich und das mache ich und das wünsche ich mir, aber emotional macht mich das hier nicht glücklich. Ja, was ist das für ein Wunsch? Okay. Ein Wunsch, der mich emotional nicht glücklich macht, was ist das für ein Wunsch? Ja. Also mich jedenfalls, da stimmt doch was nicht. Ja. So, also sprich, es muss einfach mit den Dingen, die mich intrinsisch von der inneren Motivation her antreiben, was mich glücklich macht zu erleben, und zwar jeden Tag. Wie ein Auto, was ich auf einer guten Drehzahl fahre, dass ich meinen Motor im Auto auch wohlfühle. So ist es eben mit der Motivation, und davon haben wir einiges an Antrieben und Antriebsmotoren und Motivationspunkten, die einfach wichtig sind für jeden Einzelnen in verschiedener Form. Mhm. Und das muss einfach sicher sein. Damit starte ich letzten Endes, um dann zu sagen, so Leute, und jetzt gehen wir in die Familienkonferenz, jetzt Butter auf den Tisch und Fische auch dazu, und dann sperre ich mich mehr oder weniger mit denen weg. Ja. Und dann wird einfach mal richtig gearbeitet. Wo stehen wir? Was passiert? Wer kann was? Also das kann man sich vorstellen als Workshop, ja, wo du in-house im Prinzip euch irgendwo wegschließt, wo kein Handy, kein Telefon, keine Erreichbarkeit da ist, sondern nur wir und das Unternehmen, welche Ziele und Wünsche haben wir, das herauszuarbeiten. Oder außerhalb von der Firma, das ist man auch immer am liebsten. Und um dann zu gucken, nachdem ich das vorher abgeklärt habe mit jedem Einzelnen, auch also wirklich individuell, was bei den Einzelnen so passiert. Also das ist ganz wichtig, ist Voraussetzung, weil es kürzt extrem ab. Und und um dann die Dinge auf den Tisch zu tun und dann zu gucken, was kommt raus, was haben wir für einen Zeitstrahl, was haben wir für einen Reiseplan, wie könnte der aussehen, ja, so von der Zeit her gesehen, wie könnte der aussehen und haben wir überhaupt eine Vorstellung, dass es die gleiche Reise werden soll? Ja, ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Das heißt, deine Fähigkeit liegt ja dann sehr im Coachen, in der Mediation, in der Psychologie, das Einfühlen in die einzelnen Parteien nach dem Motto, wer will was, wo sind Schnittpunkte vorhanden? Also ich bin wirklich ein Brückenbauer, wenn du so möchtest. Schönes Wort. Ja, also ich verstehe die Sprache der jungen Leute. Ich weiß, wie das ist, wenn du Gründer bist, weil ich selber ein Unternehmen gegründet habe und auch Unternehmerkind bin. Ich weiß einfach, wie das ist, wenn dir das Herz pocht, du willst etwas machen, du willst selber was initiieren. Und ich weiß aber auch, wie es ist, wenn du das Unternehmen eben schon viele Jahre führst. Ich selber war eben auch verantwortlich für große, große Umsätze in der Führung. Ja, und deswegen kommt im das elterlichen alles, Unternehmen war nicht das? Nicht im eigenen oder eben auch damals noch angestellt. Ja. Ich war unter anderem im Chefdesign. So, und wenn du für 150 Millionen verantwortlich bist, das ist schon nicht wenig mit deinen Entscheidungen, was du so treibst, auch für die Menschen, die dahinter stehen. Ne? Ja. So, und und das eben alles miteinander gekoppelt in all den Jahren, wo ich unterwegs war, kommt dann eben zusammen und verkürzt die Prozesse sehr schnell, weil du eine Sprache praktisch so wandelst, dass sie von beiden Seiten auch verstanden wird. Das heißt, ich gucke, müssen wir mehr in Bildern sprechen, müssen wir mehr in der Emotion bleiben, was braucht der Vater, um sich sicher zu fühlen, dass er nicht das Gefühl hat, er wird rausgeworfen oder die Mutter gar. Ja? Also wo geht die Reise hin? Es hat etwas zwischen Mut machen und natürlich immer mit Respekt sowieso und Augenhöhe zu tun und diesen ganz, ganz schwierigen Akt, das ist mir heute Vormittag einfach auch wieder aufgefallen, nochmal klar zu machen, deine heißgeliebte Tochter und dein geliebter Sohn, die sind auf einmal Kollegen. Kollege, Kollege Vater, Kollege Sohn. Da kommt der Kollege Sohn und sagt, in unserem Team haben wir entschlossen, dass du das natürlich aus 47 Jahren Erfahrung wunderbar weißt, aber wir haben den Markt recherchiert und, wir treffen eine andere Entscheidung.
Weil wir haben nicht mehr die Tannenbaumkonstruktion, ganz oben sitzt nur einer. Ja. Also ich höre daraus, du hast ja oft auch mit Unternehmen zu tun, die sind aufgebaut worden, die haben funktioniert. Es war schon immer so nach dem Motto, jetzt kommen die Jungen dazu, haben natürlich ganz andere Ideen, Märkte haben sich verändert und auf einmal bedeutet es, dass derjenige, der sein Unternehmen bisher erfolgreich geführt hat, sich auf einmal mit ganz neuen Ideen konfrontiert sieht. Wie gehen Sie damit um? Was sind so deine Erfahrungen? Das ist natürlich ganz schwierig. Wenn ich von dir verlange, dass du ab morgen früh deine Zahnpastatube bitte immer zudrehst und du hast dich sonst immer auflegen lassen. Das ist ein Problem. Das ist schon ein großes Problem. Nein, also das ist Spaß natürlich. Ja. Aber man verlangt gerade auch von der älteren Generation, die Jungen sind ja schon unterwegs in ihrer Welt und in ihrer Situation, mit ihren Handys, mit all dem, was das heute ausmacht. Und die ältere Generation, die hat schon wirklich viele, viele Krisen und Wetterumstellungen und Marktumstellungen mitgemacht. Und jetzt kommen die auf einmal und drütteln an dem, wo du wirklich jeden Tritt kennst. Mhm. Ja? So, und dann rüttelt es und du musst dich entweder in einem bestimmten Tonus jetzt auch auf die Jungen einstellen, damit man überhaupt ein Commitment miteinander findet. Mhm. Die Jungen müssen natürlich auch, klar. Aber für die ältere Generation ist es zum Teil doppelt schwer. Ja, ist eine Herausforderung. Ja. Also ich kann mir vorstellen, manchmal ist es die bessere Lösung, ein Unternehmen einem fremden Dritten zu geben, den Schlüssel zu überreichen, symbolisch, bildlich gesprochen. Hier hast du den Schlüssel, gib mir meinen Kaufpreis, das war es dann. Das war es dann. Ja. Ja. So, und ganz oft ist es so, je nachdem, früher waren ja auch ganz andere Situationen. So ein Inhaber, der so ein Geschäft gegründet hat oder ein Unternehmen gegründet hat, der musste ja erstmal alles können. Der musste ja alles können, von der Buchhaltung. Ja. Weißt du noch, wie das war? Man schrieb jeden einzelnen Betrag in lange, große Karten. Das sah toll aus. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich hatte eine Tante hier, ein Sanitärunternehmen, die hat wunderschöne Klappen mit einer traumhaften Schrift und ganz schönen Füllern. Und ich dachte, das ist ja beeindruckend. Das ist ja wirklich toll. Und heute geht es alles digital. Ja. Ja. Und du hast jemanden, der ist im kaufmännischen Bereich, du hast eine Buchhaltung und so weiter, du hast Buchhaltungsprogramme und so weiter und so weiter. Wir haben eine ganz andere Hierarchie. Es gibt inzwischen ganz andere Werte. Wir arbeiten anders. Es ist so viel passiert, um das eben alles umzuswitchen oder nicht sofort eine Lösung auf Knopfdruck zu wissen, was der Unternehmer sich immer noch abfordert, auch wenn er jetzt 75 ist, weil er das immer so gemacht hat, ist für den neu. Und wirklich nicht einfach. Und wir reden jetzt nicht von Unternehmen, die 2-3 Mitarbeiter haben. Nein. Du hast Unternehmen, die durchaus 100 Mitarbeiter haben, also Mittelständler schon. Ja, Mittelständler, ja klar. 100, 200, 500, eigentlich 1800. Ja. Ja, so, also von daher, es gibt natürlich auch kleine Unternehmen, die haben nur 15 Leute, ja, das ist klar, aber die meisten haben schon mehr. Und deswegen, da musste der Inhaber eben wirklich alles können und fühlte sich auch für alles verantwortlich. Das darf man nicht vergessen. So, und jetzt kommen die Kinder und sagen, nee, also das haben wir jetzt einfach aus der Controlling-Ecke mal ganz anders betrachtet. Das und das spricht dafür, das und das dagegen, also bei aller Liebe, aber das wollen wir jetzt dann doch mal anders angehen. Ne? Ja, und auch das ist deine Aufgabe, so etwas zu moderieren. Ja, natürlich. Die beiden Generationen so zusammenzubringen, damit das Wissen des Alten in Anführungsstrich mit den neuen tollen Ideen des Jungen so zusammengebracht werden, dass das eine Win-Win-Situation ist. Ja, es gibt praktisch, ich habe gerade gesagt, es wird eine neue Sprache entwickelt in Anführungsstrichen, die beide Seiten verstehen. Den Generationen-Mix, man hat ja auch Mitarbeiter in verschiedenen Altersklassen, es sind ja nicht nur alle jung oder nur alle älter, sondern dazwischen gibt es ja auch viele, die sind sehr, sehr wichtig, auch das Unternehmen, die gebunden werden müssen mit ihrem Wissen. Ja, je nachdem, also wenn es in der Elektronikbranche ist, also um Gottes Willen, also gerade die Mitarbeiter, ja, also da läuft ganz viel. Das sind ja Schlüsselpersonen, die musst du im Unternehmen behalten, ne? Absolut, wenn die, also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein Punkt, den müssen wir unbedingt gleich noch kurz besprechen, weil das ist extrem wichtig. Ja, lass uns ruhig jetzt machen. Ja, weil also gerade eben die Mitarbeiter verunsichert so einen Prozess natürlich auch extrem. Nach dem Motto, was kommt da, ja? Werde ich vielleicht durch Maschinen gar ersetzt? Werden hier neue Prozesse ausgelöst und ich werde überflüssig? Ja, oder wollen die auf einmal nur noch ganz junge haben oder was weiß ich? Ja, also und
diesem Kulturwandel, der da nach und nach dann sich durch die Türe bewegt, der muss von allen mitgetragen werden. Weil nachher, gesetzt der Fall, ich habe nur einen Geschäftsführer oder einen Inhaber oder ich habe eine Doppelspitze, müssen die mit denen gemeinsam wie ein gefrorener Zopf aus Tausenden von Haaren wirklich an einen Strang ziehen. Mhm. Ja? Oder wie ein dickes Seil. Und das ist letzten Endes das Ziel. Weil die wollen ja weiter in die Zukunft und müssen sich weiter in den Herausforderungen des Marktes stellen. Da kommt keiner dran vorbei. Ja? So, und einer der Wege zum Beispiel eben für den Inhaber oder die Inhaberin oder auch als Ehepaar ist eben, dass man guckt, werden die weiterhin noch als in Teilbereichen sehr wichtige Berater vielleicht sogar mitgeführt oder sagen, nö, ich ziehe jetzt nach Lanzarote, ist auch schön. Mhm. Kann auch passieren. Auch das arbeitest du ja in dem Gespräch mit den beiden Generationen heraus. Ja, ja, ja. Das wird nicht alles, passiert nicht alles in den knappen 2 Tagen, aber es entwickelt sich und man macht einfach, man sagt so, und das erarbeiten wir jetzt erst einmal. Das Sachen werden bereits vorbereitet, damit das alles viel schneller geht. Und man kann nicht unbedingt sagen, also es ist jetzt Tag X, der 31.12. sowieso, sondern man macht in etwa Termine, weil es passieren so viele Dinge auch in einem Unternehmen, das weiß jeder, die kannst du nicht unbedingt immer planen auf den Tag. Ja. Das wird ein Fahrplan gemacht, aber natürlich mit den Möglichkeiten, plus, minus, es kann länger, schneller gehen, etc. Genau, ja. Und es kommt mir eben immer wieder darauf an, dass jeder für sich eine Stimmigkeit empfindet. Ja. Also es ist mir bisher immer wieder gelungen, in jetzt 7 Jahren, dafür zu sorgen, dass alle nachher das Gefühl hatten, so ist es für mich richtig. Mhm. Die Entscheidung treffen immer die Beteiligten, nicht ich. Ja? Ich bin derjenige, der sagt, okay, jetzt steht ihr alle mal so, gut, jetzt seht ihr vor euch 3 Straßen, aber wenn ihr euch ein bisschen nach rechts dreht, dann gibt es noch eine rechts und ganz daneben gibt es noch mal eine links. Und jetzt fühlt euch mal rein, wie ist das, wenn du auf dem Weg gehst, auf dem, welcher stimmt denn für dich? Ja, weiß ich nicht, kann mich nicht entscheiden, da muss ich nicht entscheiden. Augen zu, du schläfst mal morgen früh, weißt es. Ja, so. Und den Weg gibt es immer. Jetzt bist du ja als, sagen wir mal, Übergabeberaterin drin und Mitspieler sind ja dann auch oft Juristen, Rechtsanwälte, die Steuerberater, die die Firma begleiten und natürlich die Family and Friends, die guten Freunde. Ja. Auf welcher und die Partner, genau, die Partner, Ehepartner und so, Lebenspartner, auf welche Herausforderung stößt du denn da? Denn das, was du machst, wird nicht jeder gut finden, oder? Ja. Das ist ja das Spannende. Und ja. Sagen wir mal so, die Partner mit einzubinden ist wunderbar, wenn sie denn im Unternehmen sind. Ja. Aber wenn du jetzt ein normales Ehepaar hast, die, sagen wir mal, beide angestellt arbeiten, hat der eine beim anderen der Firma auch nichts zu suchen. Oder? Hm? Für mich nachvollziehbar, absolut, ja. So, und deswegen kann man gerne sagen, ja, sie können sich ja gerne mit ihrer Frau oder mit ihrem Mann zu Hause besprechen, was der denn dazu meint, aber letzten Endes leben und ausführen muss die Person genau diesen Posten, den er dann besetzt, oder diese Position. Mhm. So, und deswegen denke ich immer, die laufen ja nicht wie siamesische Zwillinge miteinander, diese Paare, ja, in der privaten Beziehung sicherlich. Aber vor Ort, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss für dieses Unternehmen, muss erstmal die Person da stehen, mit der ich jetzt zu tun habe. Mhm. Das heißt also, wir sind nicht siamesisch zu betrachten, sondern eben als Person, die dann auch die Aufgaben dann dementsprechend braucht. Ja? So, also von daher, bis zum bestimmten Punkt, ja. Ne? Wenn ich natürlich zu Hause jemanden habe, der mir jeden Abend, über Salz eine Radieschen aus Brot macht, das ist natürlich auch nicht schön. Ja. Mhm. Also wenn es da in einem guten Konsens natürlich läuft, umso besser. Ist ja auch nicht mein Interesse. Ja. Wenn die Person dann aber im Hintergrund wirkt und jeden Tag dann irgendetwas arrangiert, damit also das und das noch passiert oder dies oder jenes nicht oder irgendwie intrigiert, das möchte natürlich auch keiner haben. Ist eine große Herausforderung. Ja, ist es. Ganz bestimmt.
Aber wenn du wirklich möchtest, dass das weitergeführt wird, du hast eben selber die Zahl gesagt, guck mal, wie viele Unternehmen da dranhängen, wie viele Menschen, wie viele Landstriche an Arbeitsplätzen, das ist auch volkswirtschaftlich betrachtet. Unglaublich. Für meinen Geschmack ist dieses ganze Thema sowieso völlig unterversorgt in Deutschland. Also die Politik irgendwie nehmen gerne Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, alles. Ja. Aber dass man da ganz unterstützt und dass man sagt, gerade diese junge Generation, die dann eben in Vaters Fußstapfen in vierter Generation steigt und sich diese Verantwortung, das muss man sich mal vorstellen, wenn jemand 28 oder 32 Jahre alt ist und übernimmt die Verantwortung für 200 Mitarbeiter, denen jeden Monat Brot und Lohn zu geben. Mhm. Ja, das ist eine Aufgabenstellung. Geh mal damit schlafen, mach das mal. Ja, das heißt ja nicht nur, dass das Geld da sein muss. Das ist ja, was viele Menschen sehen. Die sehen einen Unternehmer mit tollem Auto, tollem Urlaub, mein Schiff, mein Haus nach dem Motto, aber die ganzen schlaflosen Nächte, die dahinter stecken, im Prinzip 200 Menschen im Lohn Brot zu halten. Und die Weltkugel dreht sich ja schneller. Ne? Ja. Denn nicht alles, was heute erfolgreich ist, ist in 30 Jahren genauso erfolgreich. Im Gegenteil, in 3 Monaten kann sich ein Markt dermaßen verändert haben, dass ein Unternehmen, was auf einmal sehr gut dastand, eigentlich gar nichts mehr zu kamellen hat auf dem Markt. Ja, ist genauso. Jetzt haben wir den Bereich abgesprochen, okay. Die Partner, Lebenspartner. Lass mich das bitte noch kurz ergänzen, weil es so ein Lieblingsthema von mir. Das, was von der Bundesregierung nicht in dem Ausmaße auch gefördert wird und dass dieser Status, in dem sich diese jungen Nachfolger und Nachfolgerinnen befinden, dass das nicht entsprechend auch wertgeschätzt wird, wie es eigentlich sein müsste, finde ich sehr, sehr bedauerlich. Ein Gründer, ein Start-up, der heute einen Nagellack konstruiert, der nur 10 Sekunden braucht, um zu trocknen, der kriegt einen roten Teppich. Ja, in alle ganz, ganz toll, was der jetzt gerade wieder macht. Aber wie gesagt, derjenige, der also vielleicht das etwas teurere Auto vor der Türe stehen hat, weil das auf Firmenkosten läuft und so weiter und sich tatsächlich an die 200 Mitarbeiter wagt, dem wird wesentlich weniger Respekt entgegengebracht als diesem Startup. Das finde ich, muss sich wirklich ändern. Das wollte ich unbedingt loswerden. Ja, ich nehme das so ein bisschen wahr, dass die Industrie- und Handelskammern doch da recht aktiv sind. Wie nimmst du das wahr in diesen Bereichen, was Unternehmensnachfolge angeht? Ja, aber trotzdem sind es zu wenig. Ich glaube, es sind 43% im Augenblick, die übernehmen. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich extrem wenig. Der Rest wird verkauft oder macht zu. Ja, das zumacht uns natürlich das Thema. Frage ich jetzt, ist denn überhaupt jedes Unternehmen verkaufbar? Jetzt kommen wir ein bisschen auf Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben jetzt im emotionalen Bereich ein bisschen abgesprochen, den Coaching-Gedanken, Lebensgefährte. Jetzt gehen wir ran an Zahlen, Daten, Fakten. Da kommen die 2 Personen dazu, die ich eben ansprach, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die mit dem Unternehmer zusammen alt geworden sind, das mit aufgebaut haben, die natürlich die steuerliche Brille sehr schöne Konzepte haben, wie man ein Unternehmen verkaufen kann. Aber da wird in der Regel nicht gefragt, was ist das Ziel des Abgebers, des Übernehmers, sondern wird aus der steuerlichen Pistole Lösungen herausgeschossen. Genau. Also diesbezüglich sorge ich immer dafür, dass ich mit den dementsprechenden Experten dann auch zusammenarbeite und gucke mit den Leuten auch, die noch im Unternehmen sind oder mit denen der Unternehmer schon 40 oder gar 45 Jahre zusammenarbeitet, sehr genau an. Weil ich habe da schon Abenteuerliches erlebt. Weil auch die natürlich schon etwas länger unterwegs sind. Ja, das heißt nicht unbedingt gut oder nicht unbedingt schlecht, das ist keine Wertung. Aber ich bin da schon auf Sachen gestoßen, die sind so unfassbar gewesen. Nenn doch mal so ein Beispiel, wo du sagst, wow, das hat mich umgehauen. Ja, also das war ein Steuerberater, dann hat wiederum der Sohn des Steuerberaters die Kanzlei übernommen. Und der versteuerte allen Ernstes den wahren Bestand von Hunderten von Jahren, hätte ich beinahe gesagt, immer wieder. Also sprich, der war x-fach, da standen Jugendstichkacheln und Öfen und alles Mögliche im Keller und der versteuerte immer wieder die Dinge, die längst x-fach eigentlich hätten abgeschrieben sollen. Okay. Ja. Und der Inhaber, der junge Inhaber, der kümmerte sich nicht großartig um die Steuer, der kam einmal im Jahr dahin, der Rest wurde irgendwie hintransportiert in die Kanzlei und machte einmal seine Unterschrift drauf und mehr machte er nicht. Mhm.
Und dann kamen solche Dinge eben zutage und das war echt heftig. Das kann ja auch gut bolstert auch in die Hose gehen, ne? Ja. Denn verantwortlich für das Unternehmen ist der Unternehmer, der sitzt mit seiner Unterschrift oder die Steuererklärung auch hat, dann haftet er dafür, was da der Steuerberater ausgearbeitet hat. Genau. Ja. Dann habe ich eben auch schon überlegt, dass ein Unternehmen gar nicht wirklich vor 12 Jahren übergeben worden ist, sondern dass es nur so schien, als ob. Und der junge Geschäftsführer und geschäftsführende Inhaber war es nicht wirklich, sondern eigentlich immer noch der Vater. Okay, also eine Scheingeschichte, ja? Ja, also sowas erlebt, ne? Ja. Also, und du denkst, das kann jetzt nicht sein, was ist das denn? Ja. War aber so. So. Ja, und die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Also gerade diese die ganzen rechtlichen und finanztechnischen Dinge sind natürlich extrem von Bedeutung. Und du sagst ja, also lassen wir da mal auf Zahlen, Daten, Fakten kommen. Mir begegnet gerade das in dem Zusammenhang, dass natürlich nicht jeder von den Unternehmern so abgesichert ist, wie es sein sollte. Mhm. Bedeutet, also er meint, sein Unternehmen ist mehr oder weniger seine Altersvorsorge und das wird vermutlich auch in den Verhandlungen mit reingeworfen, Sohnemann, liebe Tochter, du musst mich jetzt mit einer Rente, Leibrente und so weiter auszahlen. Ich habe schon alles Mögliche erlebt, also wegen dauerhafte Rente, eine absolute Krönung war eben in einer Kfz-Werkstatt, wo der Sohn schon über 25 Jahre mit dabei war, den Betrieb die ganze Zeit mitgeführt hat. Ja, der musste sich ja schließlich hier rauskaufen und wir sprechen dann wirklich also von ganz hohen Summen. Mhm. Und dem fiel die Kindlache runter. Ja. Also und war völlig fassungslos. So, das war nun der erste Teil des Interviews mit Angelika Eggert. Der zweite Teil kommt übermorgen. Freu dich auf den zweiten Teil. Auch dieser Teil hat wieder spannende Informationen für dich.